Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video und zwar beim ersten wirklichen, ja, also abgesehen von einem Hallo-Video nach meinem Mutterschutz. Ja, heute gibt es von mir für euch den Geburtsbericht. Ja, war halt eine geplante Sektio, ist also nicht allzu spannend eigentlich, oh ja, aber vielleicht nimmt es dem einen oder anderen, beziehungsweise der einen oder anderen so ein bisschen die Angst vor so einem Kaiserschnitt, der auch geplant stattfindet. Und ja, noch dazu möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, wie es mir kurz nach der Geburt ging, so ein paar Tage später und wie es mir jetzt so geht. Ja, also ich habe mir einen Tee bereitgestellt, ein guter Stilltee. Mein Mann beschäftigt das Baby. Ich hoffe, das geht gut. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit für mich. Ich habe auch das U-Heft dabei. Da steht noch so ein bisschen was drin. Mein Schwangerschaftstagebuch habe ich tatsächlich jetzt nicht dabei. Das habe ich unten liegen gelassen. Da habe ich ein bisschen was zur Geburt aufgeschrieben. Aber ich glaube, ich sollte das auch alles so zusammenkriegen. Wir fangen jetzt mal ganz von vorne an, also für all diejenigen, die es nicht wissen, warum überhaupt ein geplanter Kaiserschnitt? Bei mir war der Kaiserschnitt aus medizinischer Sicht notwendig. Meine Gebärmutterwand ist zu dünn aufgrund von vorangegangenen OPs an der Gebärmutter, weshalb die Gefahr sehr, sehr hoch war, also wirklich sehr, sehr hoch. Die lag bei über 20%, dass während der Wehen meine Gebärmutter einfach reißt. Also ich kam wirklich nicht um diesen Kaiserschnitt drumherum. Ich war anfangs sehr, sehr traurig. Ich werde auch später noch mal kurz darauf eingehen, wie es mir jetzt so damit geht. Ich war wirklich traurig, habe mich aber damit arrangiert und mich damit abgefunden, weil ich ja auch weiß, das wäre anders gar nicht möglich gewesen. Ich hätte mein Leben riskiert, ich hätte das Leben meines Kindes riskiert, hätte ich versucht. Ich habe gerade gedacht, eine Salbe rein. Aber die ist unten. Die hat nur so laut miaut, dass ich das hier oben höre. Wo war ich? Ja, also hätte ich das auf natürlichem Wege versucht, das wäre sehr, 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 sehr unverantwortlich gewesen. So, deswegen ein geplanter Kaiserschnitt. Mein ursprünglich errechneter Geburtstermin war der 26.12. Und weil ja nun Wehen vermieden werden mussten, also wirklich dringendst, wurde der Kaiserschnitt natürlich vorher angesetzt. Und zwar ziemlich genau so weit vor, dass mein Baby kein Frühchen mehr gewesen wäre. Das heißt, ab 37 plus 0 hätte man das machen können. Das wäre der 5.12. gewesen. Sie hat uns aber auch den 6.12. zur Verfügung gestellt und mir war wichtig, komm, lass das Kind so lange wie es geht im Bauch und deswegen haben wir uns für den 6.12. entschieden. Also, der Termin für den Kaiserschnitt stand dann ziemlich genau 2 Wochen vorher fest. Also ich bin ja eigentlich ins Krankenhaus gegangen, um bestätigt zu bekommen, ja, sie können ihr Kind auf natürlichem Wege gebären. Zack, saß ich da, ja, in 2 Wochen kriegen sie ihr Kind. Okay. Also, mir wurde gesagt, ich soll einen Tag vorher nochmal anrufen, um eine genaue Uhrzeit festzumachen und so weiter und so fort. Gut. Ich habe also zu Hause alles soweit vorbereitet. Ich war dann so ein bisschen im Stress, weil ich dachte so, okay, jetzt musst du irgendwie, ne? Jetzt musst du irgendwie vorankommen, weil in 2 Wochen ist dein Kind da. Ich habe also alles vorbereitet, habe meine Kliniktasche gepackt, die war nicht so aufwendig, weil ich ja jetzt nichts für die Geburt an sich brauchte, sondern nur das, was halt nach dem Kaiserschnitt im Krankenhaus benötigt wird. Habe einen Tag vorher, das war auch noch das Geilste, ich habe vorher noch schön Pilz bekommen. Also Vaginalpilz, ne? Und ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich also mit dickem Bauch zur Apotheke, ja, ich habe noch einen Kaiserschnitt, habe jetzt aber einen Vaginalpilz. Ich brauche was. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ach. Ging aber dann auch super schnell weg. Und war auch sowieso kein Problem, weil ich ja nicht vaginal entbunden habe. Aber ich wollte wenigstens, dass der Juckreiz aufhört, weil das war super unangenehm. Also habe ich einen Tag vorher im Krankenhaus angerufen und gesagt: So, so und so mein Name. Ich habe morgen einen Termin zur Sektio. Sollte nochmal anrufen. Die Dame am Telefon: Wie war der Name? Ja, so und so. Ein Moment bitte. Oh, ich habe schon das Schlimmste erwartet. Ja, die Frau so und so ist am Telefon. Morgen geplante Sektion. Ich habe sie nicht im Kalender stehen. Ich. Wah. Dann kam sie wieder ans Telefon. Nee, nee, alles gut. Sie kommen morgen um 7. Also, es klappte scheinbar. Hab schon wieder gedacht, haben die mich jetzt vergessen oder was? Also, hatte ich für den nächsten Tag um 7 Uhr, am 6.12. 7 Uhr, sollte ich im Krankenhaus sein, um.
mein Kind auf die Welt zu bringen. Ich durfte ab 0 Uhr nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Und das ging auch, das war jetzt nicht so groß das Problem. Mir war auch morgens tatsächlich nicht übel. Ich war ganz überrascht. Normalerweise habe ich das ja immer gehabt in der Schwangerschaft, wenn ich nicht zeitnah gegessen habe, dass es mir nicht so wohl war. Aber das war alles in Ordnung. Ich war auch noch echt entspannt. Ich war total überrascht. Das ging alles. Mein Mann und ich sind ins Krankenhaus gefahren. Mein Mann hat übrigens in dem Monat noch Urlaub genommen und so, also er kann Gleitzeiten, hat so ein bisschen Minus in Kauf genommen und hat dann ab dem 6.1. einen Monat Elternzeit genommen. Das heißt, er war bis zum 6.2. tatsächlich auch zu Hause. Ich mit meinem Mann auf jeden Fall ins Krankenhaus gefahren. War da keiner. Niemand da. Ich dachte so, schön. Stand ich dann vorm Kreißsaal, habe mir dieses Telefon da genommen und gesagt, ja, Frau so und so. Bin direkt zu der. Ja, kein Problem. Kam dann eine Hebamme, eine ganz, ganz süße. Oh Gott, war die süß. Das war eine Hebammenschülerin und die hat wirklich mein Herz gestohlen. Die war super süß. Die hat mich jetzt erstmal aufgenommen und hat mich dann in den Kreißsaal gebeten, also mein Mann und mich. Ich sollte mich schon komplett in die OP-Kleidung schmeißen, meinen ganzen Schmuck rausnehmen. Einfach, ne? Weil es kann ja sein, dass man währenddessen dann doch noch eine Vollnarkose benötigt. Und genau, ich habe mich dann fertig gemacht, dann kam sie wieder und wir haben ein CTG gemacht. Und nochmal so eine grobe Anamnese, was die da mich jetzt alles gefragt hat, kann ich euch auch nicht mehr sagen. Ist auch untypische Anamnese halt. So, und dann sagte sie, sie haben ja schon das Gespräch mit der Anästhesistin gehabt. Ne? Und ich so, nein, man hat mich nie wieder eingestellt. War natürlich ein bisschen blöd, weil eigentlich braucht man, ich glaube, mindestens 24 Stunden Bedenkzeit. Nach dem Gespräch mit der Anästhesistin. Gab es bei mir halt jetzt nicht. Also ich hätte ja sowieso, so oder so hätte ich das ja unterschrieben. Ne? Also, gut, dann kam halt nochmal die Anästhesistin. Wir hatten nochmal das Gespräch, haben über die Risiken und so weiter gesprochen. Das war auch, das muss ich auch sagen, das war das, wo ich am meisten Angst vor hatte, war diese blöde Spinalanästhesie. Ich hatte so eine Angst vor dieser blöden Nadel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, da fing man, nur, wir haben nur drüber geredet und ich fing schon das Bibbern an, ja. Mir wurde dann der Zugang gelegt. Das war schmerzhaft, Leute. Irgendwie hat sie das nicht richtig hinbekommen. Und ich kann jetzt schon sagen, Spoiler-Alarm, das war das Schmerzhafteste an diesem Tag. Das Legen des Zugangs. Das war ganz furchtbar. Kurz darauf hat mir die süße Hebammenschülerin dann so einen kleinen Schnappes gegeben, was absolut widerlich war. Oh mein Gott, war das ekelhaft. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. War das irgendwas mit Natron? Keine Ahnung. Es sollte auf jeden Fall die Magensäure binden. Mir war kotzschlecht. Mir war wirklich richtig, richtig schlecht. Ich habe gesagt, ich glaube, ich muss mich übergeben. Hatte ich aber gar keine Zeit für, weil ich musste direkt aufstehen, durfte direkt in den OP. Hatte also wirklich keine Zeit, über meine extreme Übelkeit nachzudenken. Mein Mann ging mit der, ich weiß nicht wem mit. Ich glaube, es war eine Hebamme. Und ich bin in den OP, mit der Anästhesistin in den OP. Da war relativ viel Tumult, aber entspannter Tumult. Da saßen zwei in der Ecke und haben sich über das ankommende Wochenende, glaube ich, das anstehende Wochenende, haben so geplaudert, keine Ahnung, war ganz entspannt. Und genau, ich sollte mich dann auf den OP-Tisch setzen. Und ich wurde an Geräte angeschlossen und ich hörte meinen Puls und ich dachte so, oh mein Gott, ist das peinlich. Der war so extrem hoch, weil ich einfach so eine Angst vor dieser Nadel hatte. Ich hatte so eine Angst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, also Anästhesistin hinter mir. Neben mir war noch ein Anästhesist, auch ein ganz, ganz netter. Und vor mir war die Hebamme. So, und die Hebamme sagte zu mir so, machen Sie sich erstmal rund, ne? Und ich so, ja, okay, okay. Ich war voll aufgeregt. Die Anästhesistin hat mir die erste Spritze gesetzt. Das ist die Betäubung für die Dickelnadel. Also diese Hauptbetäubung, damit man die Dickelnadel nicht so spürt. Habe ich auch gemerkt, es war wie Blut abnehmen. Ne? Also es war so eine Nadelstich wie beim Blut abnehmen. So. Und dann irgendwann sagte sie so, jetzt können Sie sich hinlegen. Ich so, sind Sie schon fertig? Ja. Ich schwör's euch, ich habe nichts gemerkt. Nicht mal einen kleinen Pieks. Ich habe gar nichts gemerkt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war die erste Nadel und dann gar nichts mehr. Ich war komplett geflasht. Ich dachte so, wow, kann ja gar nicht angehen. Die Nadel saß direkt und ich hatte überhaupt gar keine Schmerzen.
absolut unbegründet meine Aufregung wegen dieser blöden Spinalanästhesie. Wirklich, das Legen des Katheters, des Katheters des Zugangs, war wesentlich schmerzvoller. Wirklich, das war gar nichts. Ich mich also hingelegt, meine Beine fingen schon langsam an warm zu werden und zu kribbeln. Und dann wurde es nicht ganz so schön. Dann wurde nämlich nicht dieses Tuch vor mir aufgespannt, das kam nämlich erst später, sondern dieses blöde OP-Hemd. Und ich weiß nicht, ob ihr so ein OP-Hemd gerade mal vor Augen habt. Entweder sind das kleine Quadrate oder Punkte, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir waren es Quadrate oder Sternchen. Es ist auf jeden Fall weiß mit vielen blauen Punkten drauf. Und das hat mal so dicht vor deinen Augen. Gott, war mir schlecht. Dann noch dieses Natron-Gesöff. Ich weiß nicht, ob es Natron war. Mir war so schlecht, ich habe auch gesagt, ich kann nicht, mir wird gerade kurz übel. Der nette Anästhesist neben mir hat mir dann noch irgendwas gespritzt und Luft zugefächert, total nett. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht mehr daran erinnern, wann sie wirklich das OP-Tuch hochgezogen haben. Ich meine, es hat ein Weilchen gedauert. Ich weiß auch nicht, ob schon oben war, als mein Mann reinkam, weiß ich nicht. Aber mir war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sehr, sehr übel und ich habe dann auch meine Augen zugemacht. Und ich habe dem dann auch gesagt, ich mache jetzt meine Augen zu, weil dieses Nachthemd, das macht mich kirre. Nicht, dass sie jetzt denken, ich habe hier irgendwelche Schmerzen oder sowas, es ist alles gut, nur ich kann mir dieses Nachthemd nicht länger angucken. Habe ich also meine Augen zugemacht, mir wurde weiterhin Luft zugefächert, total nett. Und dieses Mittel da, was sie mir da gespritzt haben, hat auch gewirkt, also die Übelkeit verschwand dann langsam. Und es wurden da unten irgendwie an mir rumgewuschelt und ich wurde dann auch gefragt, ob ich denn noch was merke. Ich so, ja, ich merke noch was. Ja, was merken Sie denn? Ja, ich weiß nicht, so als ob mich jemand streichelt. So, ne? Also ich habe da schon was gemerkt. Es war, als ob jemand meinen Bauch streichelt. Die Dame auf der anderen Seite sagte dann, ja, genau, ich streichle den Bauch, auch in dem Tonfall. Und dann kurze Pause, der Mann kann jetzt reinkommen. Ich gehe also davon aus, dass diese Dame mich nicht gestreichelt hat. Ich habe also nichts mehr gemerkt, außer halt klar, dass da irgendwas gemacht wird. Ne? Mein Mann kam, durfte sich zu mir ans Kopfende setzen und ja, dann ging es eigentlich auch schon los. Ich habe nichts gemerkt, außer Gerüttel. Es war wie Achterbahnfahren. Es war wirklich wie Achterbahnfahren. Das war ein Hin- und Her-Geschaukel und mein Mann hat auch gesagt, ey, du wackelst da wie, ich weiß nicht was. Also es war wirklich eins zu eins wie Achterbahnfahren. Also nicht schmerzhaft oder so, aber man merkt halt, dass da irgendwie an einem rumhantiert wird. So, auf jeden Fall, der Schnitt wurde gemacht und es hat, glaube ich, keine 3 Minuten gedauert. Dann gab es den Schrei und, als ob er es gehört hätte, jetzt hat er unten geschrien. Jetzt hätte ich fast angefangen zu heulen, aber er hat mich rausgebracht. Ja, ich bin dann in Tränen ausgebrochen. Ich habe ihn schreien gehört und dachte nur so, ich weiß nicht mehr, was ich dachte. Ich habe einfach nur geheult. Sie sagte vorher noch, da ging es noch, da war ich noch nicht so emotional. Die Hebamme neben mir sagte so, oh, ich sehe ein Ohr und jetzt sehe ich, keine Ahnung, eine Nase oder sowas. Und ich so, ach toll. Wir wussten ja übrigens auch nicht, was für ein Geschlecht, ne? Und sie haben ihn dann rausgeholt, er hat geschrien, ich geheult. Und mein Mann mich die ganze Zeit gestreichelt. Und die Hebamme, ist alles in Ordnung? Ich so, ja, ich bin nur so glücklich. Und dann wurde uns halt gesagt, dass es ein Junge ist. Unsere Reaktion war nix. Wir haben tatsächlich nicht darauf reagiert, weil das ist wahrscheinlich jetzt super spannend für euch. Wie habt ihr denn reagiert, als ihr das Geschlecht erfahren habt? Gar nicht. Weil ich einfach nur so erleichtert war, dass dieses Kind gesund, also gut, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es gesund war, aber er hat geschrien und das, wenn das Kind schreit, ist es immer ein sehr gutes Zeichen. Ich war also so erleichtert, dass ich auf diese Geschlechtssache überhaupt nicht reagiert habe. Und sie sind dann rumgekommen mit ihm und haben ihn uns kurz gezeigt. Er war halt noch voll mit Käseschmiere und sowas. Ich konnte auch gar nicht wirklich was sehen, weil meine Augen noch so verschleiert waren, aber ich habe da irgendwie so einen weißen schreienden Fleck im Arm einer Dame gesehen. Ich habe mich dann langsam ein bisschen beruhigt. Wir haben ihn nicht direkt auf die Brust bekommen. Sie gingen mit ihm halt zu den ersten Untersuchungen, die werden ja sofort gemacht. Und sie haben ihn auch direkt ein bisschen gereinigt. Und ich denke, es hat ungefähr 5 Minuten gedauert, dann haben wir ihn bekommen. Er wurde mir auf die Brust gelegt, aber in einem Tuch, also er war nicht nackt. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass er nackt war, tatsächlich. Und ich konnte ihn auch schlecht halten, weil irgendwie alles war so eng, da war das OP-Tuch. Und also es war ein bisschen schwierig, tatsächlich das alles zu handeln. Ich denke, ungefähr 5 bis 10 Minuten haben wir kuscheln können, soweit das Kuscheln in dem Fall möglich war. Dann wurde mein Mann rausgebeten, zusammen mit meinem Sohn, mit unserem Sohn. Also die sind rausgegangen und haben halt alles Weitere gemacht. Ich habe tatsächlich vergessen zu fragen, was die wirklich gemacht haben. Aber ich glaube,
Nein, ich glaube, gewogen haben sie ihn, da war ich mit im Kreißsaal. Ich weiß nicht mehr, was sie gemacht haben. Sie haben ihn auf jeden Fall mitgenommen und ich wurde zugemacht. Das Ganze hat nochmal so 15 Minuten gedauert, denke ich. War aber relativ entspannt. Mir ist nur wirklich schlecht gewesen. Mir ist ganz, ganz schlecht gewesen. Das habe ich auch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gleich übergeben muss, weil mir ganz furchtbar schlecht war. Und die Hebamme neben mir, wenn es die Hebamme war, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch die Anästhesistin. Ich glaube, es war die Anästhesistin, sagte zu mir, dass es ganz normal ist. Ist das gerade so, das Adrenalin fällt ab und Gott, der brüllt aber unten ganz schön doll. Ich muss, glaube ich, gleich mal gucken gehen. Das Adrenalin fällt und ja, das ist normal, dass einem dann ein bisschen übler wird. Mir wurde wieder Luft zugefächert, ich habe wieder was gespritzt bekommen und ja, dann war ich zu irgendwann. Ich dann. Nee, ich konnte doch, wie bin ich aufgestanden, als ob ich aufstehe. Ich habe ja nichts gemerkt, meine Beine waren ja taub. Nee, ich habe mich dann. Ich glaube, ich muss wirklich runtergehen. Ich wurde dann auf eine andere Liege gehoben und wurde in den Kreißsaal gefahren. So, mein Mann war schon da mit unserem Sohn und dann. Ich muss jetzt mal eben runtergehen. Moment. Da, genau, war ja dann auch nackig und so und ich habe mich frei gemacht und der wurde mir auf die Brust gelegt. Ich meine auch, nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich meine, er wurde mir direkt angelegt. Wurde er nicht, weil ich schon, ich hatte ihn wirklich nur ganz kurz auf dem Arm, auf meiner Brust. Das war ein total schönes Gefühl, aber ich habe zu meinem Mann gesagt, du musst ihn nehmen. Ich glaube, ich muss brechen. Mir war so schlecht. Musste dann auch echt schnell gehen. Ich habe meinem Mann das Kind gegeben. Mir wurde eine Tüte gereicht und ich in meinem Kopf schon, oh mein Gott, das muss bestimmt gleich ganz schlimm werden, wenn du dich jetzt übergibst, weil Bauchschnitt und so, ne? Und dann, nee, habe aber nichts gemerkt. Oh, das war das beste Übergeben, was ich jemals hatte. Ich habe da meine Tüte gekotzt, mehrfach, aber habe einfach gar nichts gemerkt, weil einfach alles taub war da unten. War auch alles in Ordnung. Ich habe, ne, als es dann alles draußen war, ging es mir auch wieder gut. Genau, also ich habe mich übergeben, danach war alles in Ordnung, mein Mann hat mir das Kind wieder gegeben und dann haben wir direkt angelegt. Also ich habe ihn angelegt und also es kommt ja immer erst noch so ein bisschen dieses Kolostrum, dieses, wie nennt man das? Es hat eine, man hat so umgangssprachlich nennt man das dickflüssige, dickflüssig golden, ja. Genau. Da kommen, das ist ziemlich anstrengend für die Babys, da noch ranzukommen. Und dementsprechend gut, beziehungsweise schlecht war auch das Anlegen. Ne? Das ist halt, noch dazu war, ist er ja echt jung gewesen, ne? Mit 3 Wochen früher und so. Das braucht halt, man musste sich so ein bisschen einspielen. Aber Hauptsache, ich hatte ihn irgendwie ganz eng an mir. Das war auch alles gut. Und wir sind auch so in mein Zimmer gefahren. Ich hatte übrigens ein Einzelzimmer. Weil ich einfach sehr viel besser so entspannen konnte. Es war für mich angenehmer, es war für das Baby angenehmer, weil es für mich angenehmer war. Ich glaube, hätte ich noch andere in meinem Zimmer gehabt, dann ich hätte einfach nicht entspannen können. Deswegen haben wir uns für ein Einzelzimmer entschieden. Wir sind aufs Zimmer gefahren und haben halt super viel gebondet. Und ja, ich habe ihn zwischendurch mal wieder versucht anzulegen, aber er wollte nicht so richtig. Er hat ganz, ganz viel geschlafen. Aber die Hebammen und Schwestern, die ja, haben mir da ganz gut zugeredet und haben auch gesagt, ich darf da nicht zu viel erwarten. Es ist ganz klar, dass er so viel schläft und auch so wenig trinken möchte, weil es einfach super anstrengend ist. Auch ein Kaiserschnitt ist für ein Baby anstrengend. Und ja, also was ich echt toll fand, ist, dass die Schwestern dort stillen nach Bedarf. Empfohlen haben, genau. Da komme ich nämlich später nochmal zu und ich mir da auch keine Gedanken gemacht habe. Wenn er nicht trinken wollte, wollte er nicht trinken. Wenn er Hunger hat oder Durst hat oder Bedürfnis nach Milch, nach Nahrung, wird er sich bemerkbar machen. Also wir haben ganz, ganz viel gekuschelt und viel geschmust und ja, es lief auch echt alles super. Aufstehen war natürlich für mich noch nicht so richtig drin. Das heißt, gewickelt hat entweder mein Mann oder die Schwestern. Einfach aufgrund der Kaiserschnittnarbe. Am Nachmittag, er kam übrigens um 8:36 Uhr auf die Welt, hatte ein Gewicht von 3105 Gramm und 50 cm war er groß.
Und genau, das heißt 8:36 Uhr auf die Welt gekommen, ging zwischen 9:30 Uhr und 10 Uhr sind wir auf unser Zimmer gefahren. Oder auf mein Zimmer. Ja, wie gesagt, viel gebondet. Und am Nachmittag, also es hat natürlich zwischendurch immer mal wieder jemand geguckt. Wurde auch regelmäßig beim Kind Temperatur gemessen. Und am Nachmittag hat man mich dann gefragt, wie es denn da aussieht, ob ich mal aufstehen möchte. Und wollte ich auch. Also am gleichen Tag der OP bin ich dann noch aufgestanden und bin einen Gang zur Toilette gegangen. Es ging auch tatsächlich relativ gut. Dann habe ich mich wieder hingelegt. Ich habe irgendwas geblutet wie so eine Sau. Ich hatte so im Kopf, es hieß ja immer, Kaiserschnittmuttis haben nicht so einen starken Wochenfluss. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorgestellt habe, aber nicht das. Ich bin aufgestanden und es platschte nur so. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich habe auch gesagt, ich dachte irgendwie, bei Kaiserschnitt ist nicht so ein starker Wochenfluss. Nee, ist ja auch nicht. Okay, will nicht wissen, wie das bei anderen, also bei natürlich entbindenden Frauen ist. Ja, wie gesagt, dann bin ich. Ich konnte ja auch nichts machen. Ne? Ich kam mir ein bisschen blöd vor. Dann hat die mich da entblutet sozusagen. Das Blut hat es weggewischt. Naja, egal. Denkt man in der Situation dann irgendwie auch nicht weiter drüber nach. Gut, ich kam dann auf jeden Fall zurück von der Toilette und habe mich wieder ins Bett gelegt und sie sagte auch gleich so, na, wie sieht's aus? Wollen wir den Katheter dann ziehen? Bleibt mir überlassen. Und ich so, nee. Also ich wollte mich tatsächlich, es war mir zu unsicher, ich wollte die Nacht über nicht aufstehen müssen. Deswegen haben wir den Katheter noch drin gelassen. Und ich habe auch in der Nacht noch im OP-Hemdchen geschlafen und so. Ich habe mich gar nicht groß fertig gemacht. Und genau. Und dann hatte ich, mein Mann ist dann irgendwann gefahren, ich weiß nicht mehr, wie spät das war. 22, 23 Uhr, er muss ja auch zu Nessaja. Und das ist auch der Grund, warum wir kein Familienzimmer genommen haben übrigens. Ja, dann kamen die Schwestern ja auch noch mal rein und ich habe noch mal nachgefragt, wie es aussieht. Ich hatte ein Beistellbettchen, ich wollte ihn aber nicht ablegen. Ich hatte ganz, ganz große Schwierigkeiten damit, ihn abzulegen. Sei es an jemand anderen zu geben, abgesehen von meinem Mann oder den Schwestern, oder abzulegen. Ich konnte es irgendwie nicht. Ich wollte ihn ganz eng bei mir haben und dann habe ich nachgefragt und habe eigentlich jetzt so erwartet, so naja, Krankenhaus, ne? Die werden sagen, nee, sie müssen ihr Kind über Nacht schon ablegen. Plötzlich ihr Kindstod und so. Wie es aussieht, ob ich ihn bei mir lassen dürfte. Ich so, klar, lassen Sie ihn bei sich. Sie machen das so, wie das für Sie richtig ist und wie sich das richtig anfühlt. Das Einzige, was ich nicht unbedingt machen sollte, ich habe relativ große Brüste und er lag gerade an meiner Brust, weil er gerade getrunken hatte. Und dann sagte sie, vielleicht nicht unbedingt den Kopf direkt an die Brust drücken, legen Sie ihn auf sich drauf, dann passt das schon. Gut, habe ich gemacht. Ich hatte ihn also die ganze Nacht auf meiner Brust drauf liegen. Also nicht seitlich, sondern auf mir drauf. Und so sind wir wirklich gut gefahren. Es waren ganz entspannte Nächte. Er hat nie gebrüllt. Er hat immer nur so ein bisschen geweint, wenn er ein Bedürfnis hatte, das in dem Fall eigentlich immer nur Hunger oder Windel war, weil Nähe hatte er die ganze Zeit. Sobald das Bedürfnis gestillt war, war Ruhe. Also wirklich ein super, super leichtes Anfängerbaby. Ich habe draußen die Babys auf dem Flur immer schreien gehört und dachte nur so, wow, was für ein Glück haben wir eigentlich. Richtig, richtig gut. So, dann genau, auch das mit dem Anlegen, das hat wirklich gut geklappt. Ich habe das relativ zügig rausgehabt und auch er hat es relativ zügig rausgehabt. Ich wurde tatsächlich schon von den Schwestern dann gefragt, was wie für die Kind das denn wäre, weil ich im Handling einfach so sicher war. Und das hat mir natürlich auch ganz viel Sicherheit gegeben, dieses Feedback der Schwestern, dass ich das gut mache, weil ich da immer so ein bisschen Bedenken hatte. Aber und es ist auch tatsächlich so, für die Frauen, die sich Sorgen machen, kann ich das, werde ich das irgendwie schaffen? Ja. Sobald das Kind da ist, macht man das alles intuitiv. Und da war überhaupt keine Scheu. Ich habe ihn einfach angelegt oder ich hab einfach genau gemerkt, was er eigentlich gerade wollte. Das, auch wie man, ich meine, es ist ein kleines, zierliches Baby, aber man, also ich persönlich hatte und auch mein Mann hatten keine Scheu, ihn, ja, wie man ihn hält einfach. Ne? Also, ist schwer zu beschreiben. Also, es ist auf jeden Fall super entspannt gewesen. Ja, gut, dann war auch der nächste Tag und relativ früh morgens wurde ihm Blut abgenommen für dieses, ich weiß es nicht mehr, was es war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ach ja, das hier ist es, glaube ich. Angeborene Stoffwechselerkrankungen.
müsste das gewesen sein. Hier habe ich so einen grünen Zettel drin, ne? Genau, dafür wurde dann Blut abgenommen, war auf dem Handrücken und ich habe so gelitten und dieses Kind hat einfach alles verpennt. Der hat alles verpennt. Also der lag da und hat geschlafen, während man ihm das Blut aus der Hand gedrückt hat. Und mir tat das so leid, total bescheuert, weil er hat es ja scheinbar nicht mehr gemerkt. Er hat ja einfach geschlafen. Ach, bescheuert. Also ich habe jetzt nicht geweint oder sowas, ne? Aber mir hat schon ein bisschen das Herz geblutet, obwohl es für ihn scheinbar total uninteressant war, weil er alles verschlafen hat. Das wurde auch alles ganz früh gemacht, diese Blutentnahme. Genau, um 7.10 Uhr steht hier. Hä, aber am 8. Da hat sie sich verschrieben. Am 8.? Das war der Sonntag. Okay, vielleicht war es auch am 8. Das ist aber auch eher das 8.12. Neugeborene Untersuchung. Die U1, aber die U1 wird doch direkt nach der Geburt gemacht, dachte ich. Vielleicht auch nicht alles. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja gut, scheinbar war diese Blutentnahme am Sonntag. Ist auch egal. An dem Samstag war auf jeden Fall am Nachmittag waren meine Eltern da. Und ich habe vorher tatsächlich noch, also man hat mir vormittags noch den Katheter gezogen. Und ich bin dann am Nachmittag duschen gegangen. Einen Tag nach dem Kaiserschnitt bin ich aufgestanden und habe geduscht. Es lief so gut. Ich war sowas von überrascht. Ich konnte schon relativ gut laufen. Ich bin zwar noch nicht auf den Fluren gewesen. Das hat mir die Schwester auch gesagt, ich soll das langsam machen. Aber immer schön regelmäßig den Weg zur Toilette gehen. Das habe ich auch gemacht. Ich war dann duschen. Ich habe mich frischer gefühlt. Ich hatte kaum Schmerzen. Wirklich, ich hatte kaum Schmerzen. Ich bin ganz anders gewohnt von den Bauchspiegelungen. Ich frage mich, warum. Es war echt erstaunlich. Ich habe natürlich meine Schmerzmittel bekommen, dreimal am Tag, aber ich hatte echt kaum Schmerzen. Ja, nachmittags waren dann mein Vater und meine Mutter da. Auch nicht lange, für eine halbe Stunde oder so. Und genau. Genau, Geburtsdatum, vollendete. Das ist übrigens falsch. Hier steht vollendete 36. Schwangerschaftswoche. Das ist Quatsch, das ist die 37. Ich weiß bis heute nicht, warum der 36. steht. Das war auch das Ding, der Kinderarzt, es hat 10.000 Mal gesagt, er wäre ja ein Frühchen. Weil hier halt 36. Woche drin steht, warum auch immer. Ja, regelrechte Schädellage, er lag also echt optimal, das ist so ein bisschen ärgerlich. Kopfumfang übrigens von 34,5, falls es euch interessiert. Abgabewert, wenn nicht 3 genommen. Ich dachte, es gibt 3 Abgabewerte. Ich habe hier jetzt 2 von einmal 9 und einmal 10. Ja, keine Fehlbildung, bla bla bla. Ja, und genau, dann am Sonntag kamen meine Freundinnen, also meine Mädels und abends auch noch meine Schwester mit meiner Nichte, genau. Und da hat man schon gemerkt, so, ja, es geht, glaube ich, langsam auf Entlassung zu tatsächlich. Und ich empfand es als relativ früh, weil es halt ein Kaiserschnitt war. Da bleibt man ja normalerweise ein bisschen länger in der Klinik. Aber ich habe mich einfach echt gut gefühlt und sicher gefühlt. Und genau, es lief auch da alles noch gut. Ich gucke hier gerade nochmal. Ja, da alles super. Genau, und dann sollte am nächsten Tag, das war dann der Montag, wo wir eigentlich entlassen werden sollten, war dann die U2. Und das hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Ich hatte noch keine Milch. Beim Kaiserschnitt kommt es ja sowieso immer so ein bisschen später. Und ich habe in der Nacht aber schon gemerkt, wenn er getrunken hat, ich habe wirklich starke Knubbel an der Brust. Habe mir da weiter keine Gedanken gemacht, weil ich mir schon dachte, das ist der Milcheinschuss. Das war dann auch ganz süß. Meine Lieblings-Hebammen-Schülerin kam am Morgen vom Montag zu mir rein, hat mir meine Medikamente gebracht, also meine Schmerzmittel und fragte, ob es in Ordnung wäre, wenn sie später zu mir kommt mit ihrer Lehrerin. Und ja, mir ein paar Fragen beantwortet, wir ein bisschen sprechen, ob ich Fragen hätte und ob das in Ordnung wäre. Ich so, klar, ist das in Ordnung, kein Problem. Und ja, ich habe eine Frage. Ich habe, wie gesagt, nachts Knubbel an der Brust gemerkt. Ich denke, dass es mit dem Milcheinschuss zusammenhängt. Und
dann kam sie auch und ja, wir haben ganz nett gesprochen. Sie hat mir ein paar Fragen erklärt und ich habe dann irgendwann gefragt, wann ich denn mit dem Milcheinschuss rechnen könnte. Sie guckte mich groß an und sagte so, haben Sie nicht das Gefühl, dass Ihre Brüste größer geworden sind? Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte so, ja, vielleicht, ja, Ihr Milcheinschuss ist heute. Alles klar. Aber ich habe halt noch keine wirkliche Milch gesehen. Ne? Also es hat alles noch ein bisschen gedauert, aber die waren über Nacht, waren die auch immer riesig. Es ist ja jetzt schon wieder sehr viel besser geworden. Ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz liebe. Ich habe mich so wohl mit ihr gefühlt und genau, sie hat mir so noch so ein paar Ängste genommen, Zweifel, die man vielleicht hat. Man hat also so richtig Zweifel hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich habe mich wahnsinnig sicher gefühlt. Ich bin total überrascht. Bis zu dem Zeitpunkt war ich noch die Sicherheit in Person. Bis zur U2. So. Bis zur U2. Also ich hatte dann übrigens auch noch, das war noch vor der U2, das war an dem Sonntag, genau. Einen Tag vorher hatte ich noch die Untersuchung beim Gynäkologen, war auch alles wunderbar, hatte überhaupt gar keine Bedenken gehabt. Sah alles super aus. Auch so meine Brust, also natürlich zog es, wenn er getrunken hat, aber nur so die ersten paar Sekunden und dann ließ es nach und es ist in dem Zeitraum auch noch vollkommen in Ordnung. Man hat anfangs Schmerzen. Also an all diejenigen, die auch stillen möchten und vielleicht so ein bisschen Sorge haben und sagen, oh, das tut so weh, ich still lieber ab. Nein, nein, bitte zieht es durch. Wenn ihr jetzt nicht wahnsinnige Schmerzen habt und irgendwie die Brustwarzen blutig sind oder sowas, ne, dann muss man natürlich abwägen. Aber wenn es wirklich nur so ein schmerzhaftes Ziehen, auch eine Minute ist noch in Ordnung. Wenn es die erste Minute stark und wirklich schmerzhaft zieht, stillt nicht ab. Wirklich, es wird besser. Das ist einfach normal, dass es anfangs wehtut. Ich hatte das ungefähr die ersten 3 bis 4 Wochen tatsächlich, dass es noch stark zog. Und dann war aber auch wirklich vorbei. Benutzt schön Brustwarzensalbe und dann wird das. Genau, da habe ich halt mit dem Gynäkologen noch drüber gesprochen und er hat sich das nochmal angeguckt. War eine Rötung, aber jetzt nichts, was nach einer Entzündung aussah. Also alles vollkommen in Ordnung. Genau, und dann kam am nächsten Tag, also am Entlassungstag, die U2 mit einem Arzt, mit dem ich absolut unzufrieden war. Der Kinderarzt hat mich wahnsinnig gemacht. Wie gesagt, er hat zum einen immer wieder darauf rumgehackt, dass er ja ein Frühchen wäre. Und ich immer so, er ist doch gar kein Frühchen. Er so, ja doch, das steht hier, er ist ein Frühchen. Okay, dann ist er halt ein Frühchen. Und er immer so, ja, er hat das und das, aber das ist normal bei Frühchen. Er hat das und das, ist aber normal bei Frühchen. Mittlerweile mache ich mir Gedanken, oh mein Gott, er hat das und das gehabt. Er war ja gar kein Frühchen. Aber angeblich war das alles in Ordnung. Ich guck gerade mal. Also was zum Beispiel war, das sollte dann bei der U3 auch nochmal angesprochen werden, ist seine Hüfte. Das Ding ist, dass ich als Baby eine eine Spreizhose hatte. Weswegen das bei ihm nochmal jetzt wirklich genau kontrolliert wurde. Und er hatte zur U2, war es auch noch nicht voll ausgebildet. Und bei der U3 war aber alles in Ordnung. Also da kann ich schon mal vorwegnehmen. Alles wunderbar. Ja, er hatte halt abgenommen. Ja, ach. Ich hatte noch nicht mal richtig Milch. Ja, also das war erst der Tag des Milcheinschusses. Und es war noch nicht so richtig viel da. Das kam erst am Dienstag. Wovon soll der junge Mann denn zunehmen, ja? Also er hatte ein Gewicht von 2830 Gramm. Körperlänge und Kopfumfang war gleich geblieben. Aber im Gesamten halt auch keine Auffälligkeiten. Und es hat diesen Arzt... das ist von meiner Hebamme was. Es hat diesen Arzt wahnsinnig gestört, dass mein Kind nicht zugenommen hat. Es hat ihn wahnsinnig gestört. Er hat gesagt, ja... Er hat mich gefragt, wie viel trinkt er denn? Ich so, ja, alle Stunde ungefähr 5 bis 10 Minuten. Ist zu wenig. Er muss alle 4 Stunden 15 Minuten trinken. Nee, gar nicht 30, glaube ich. 15 pro Brust. Also dieser Arzt war sehr nach einem Essensstillplan. Er war für einen Stillplan und nicht für Stillen nach Bedarf. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich dachte mir so, wo liegt der Unterschied, ob mein Sohn jetzt alle Stunde 5 bis 10 Minuten trinkt oder alle 4 Stunden eine halbe Stunde? Wo liegt das Problem? Ja, es wäre zu wenig, er müsse auf jeden Fall mehr trinken und man soll über Zufütter nachdenken. Ich dachte so, what?
Das hat mich wirklich verunsichert. Ich war so verunsichert und so traurig. Und dann hieß es erstmal, er wollte mich da nicht gehen lassen. Er hat gesagt, ich kann sie eigentlich nicht nach Hause schicken. Sie müssen erst gucken, dass es mit dem Stillen funktioniert. Boah, ich war fertig. Und dann hat er mir das Angebot gemacht, einmal zu gucken, wie viel er denn trinkt. Also mit Wiegen, ne? Also ich wiege ihn vor dem Stillen, lege an, stille ihn und wiege ihn danach, um zu gucken, wie viel er denn aufgenommen hat. Ja, das war nicht sonderlich viel und ich schon voll Panik geschoben. Dann hat man mir eine Pumpe gegeben, um zu schauen, wie viel Milch ich überhaupt habe. Das war noch nicht sonderlich viel. Nein, woher auch? Ja, ich hatte, der Milcheinschuss war noch gar nicht richtig da. Das hat mich total kirre gemacht. Ich bin wieder mit dem Arzt gesprochen. Und ich habe auch gesagt, ich will nach Hause. Da fühle ich mich sehr viel wohler. Ob ich denn eine Hebamme hätte? Ich so, ja, die kommt. Die kommt morgen direkt und ich habe auch eine Milchpumpe zu Hause. Ja, auch wenn das so ist, dann können sie auch nach Hause gehen. Ja, danke. Wir also nachmittags, wir hätten schon viel eher nach Hause gehen können. Es war eigentlich schon abends, ich glaube, es war schon 18 Uhr. Da sind wir nach Hause gefahren. Wie war das? Ich habe geheult. Ich habe so geheult. Wir haben die Tür betreten, wir haben ihn abgesetzt. Nesaya kam und ihn beschnüffelt, ich habe geheult. Da kam, also das war wirklich Hormone. Absoluter, ich war, ja, Baby Blues will ich es eigentlich gar nicht mal nennen, so extrem war es nicht, aber dieser Tag war, er war einfach so nervenaufreibend für mich. Einfach auch dieses, mein Kind kriegt nicht genug Milch. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen war auch der Abend sehr schwer. Ich habe auch am Abend sehr viel geweint. Er hat dann geweint, weil ich geweint habe, weil wir irgendwie nicht, wir kamen auf einmal nicht mehr zusammen. Das lief so gut, wir waren so ein Team und dann kommt der Arzt mit so einer beschissenen Aussage und alles ist kaputt. Wir waren beide sehr aufgebracht und wir kamen beide nicht zur Ruhe. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich ihn angelegt bekommen habe, bis wir dann geschlafen haben. Nächster Tag, Leute, Mutti solche Brüste und Milch ohne Ende. Ich hatte so viel Milch. Und er hat getrunken. Er hat getrunken und getrunken und getrunken. Meine Hebamme kam und hat gesagt, ist doch alles wunderbar, wo liegt das Problem? 2 Tage später hat er, glaube ich, 500 Gramm zugenommen. Wo liegt das Problem? Das Problem lag beim Arzt. Leute, bitte lasst euch nicht verrückt machen, wenn euer Kinderarzt vor dem Milcheinschuss sagt, euer Kind würde nicht genug zunehmen. Bitte wartet auf den Milcheinschuss. Es wird laufen. Es wird wirklich laufen. Ich bin so froh, dass ich nicht zugefüttert habe. Das hätte mir das Herz zerbrochen, wirklich. Ihr müsst dieses Kind jetzt mal sehen. Es ist ein kleiner Propper. Es ist wirklich ein kleiner Propper. Er nimmt immer noch stetig zu. Er hat sein Geburtsgewicht mittlerweile verdoppelt. Er wächst und gedeiht. Er trinkt ordentlich. Es ist. Und er trinkt nicht alle 4 Stunden eine halbe Stunde, wie der Arzt es gerne hätte. Auch jetzt nicht. Nein. Ich stille nach Bedarf. Und zwar so dann und so lange, wie mein Kind trinken möchte. Und es läuft. Man muss da nicht. Also ich gucke schon. Wann, also ich habe so ein Stillprotokoll, wo ich aufschreibe, wann ich stille und wie lange ich stille. Aber das ist nur für mich als Überblick. Es ist nicht so, dass ich gucke, oh, jetzt muss ich mal langsam wieder stillen. Der wird zischeln, wenn er Hunger hat. Und es läuft so gut. Ja, das ist eine Sache, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Lasst euch nicht verunsichern, wenn euer Kind am Anfang nicht zunimmt, wenn ihr stillt. Woher auch? Ja. Ja. Und das so die Anfangszeit bei uns. Ich war dann sehr erleichtert. Meine Hebamme hat mir ganz, ganz viel Mut gemacht und Kraft gegeben. Ich hatte zum Beispiel auch das Problem, dass meine linke Brustwarze noch sehr tief liegend war und er die nicht richtig greifen konnte. Ich habe anfangs ein Stillhütchen auf dieser Seite benutzt und es klappte auch wunderbar. Mir wurde ans Herz gelegt, aber das stand für mich sowieso außer Frage, wenn ich Stillhütchen benutze, nicht noch einen Schnuller zu geben, damit es nicht zu einer Saugverwirrung kommt. Habe ich aber sowieso nicht. Wir nutzen bis heute keinen Schnuller. Und es klappte auch. Also ich habe dann irgendwann das Stillhütchen weglassen können und er trank ganz normal an der Brust. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange ich das Stillhütchen benutzt habe, aber ich denke schon so 2 Wochen. Ich glaube, 2 Wochen habe ich das Stillhütchen. Vielleicht waren es sogar 3. Es kann gut sein, dass es sogar 3 Wochen waren, dass ich das Stillhütchen regelmäßig benutzt habe. Dann nach 2 Wochen nur noch nachts, ne, weil das einfach ein bisschen einfacher war. Ja, und dann habe ich mich Schritt für Schritt, habe ich ihm das Stillhütchen abgewöhnt und er hat ganz normal die Brust genommen. Ja, ansonsten,
Es ist eine wunderbare Entwicklung. Wir haben uns eingegroovt. Es klappt einfach. Und ich bin so zufrieden, dass wir uns zusammengefunden haben und dass es so harmonisch ist. Er ist weiterhin absolut pflegeleicht, muss ich sagen. Er weint und schreit mehr als ganz am Anfang. Natürlich, weil anfangs hat er nur geschrien, wenn er Hunger, Windel, Liebe wollte. Liebe hat er sowieso immer gekriegt. Also eigentlich über Hunger und Windel. Jetzt, also bei Müdigkeit zum Beispiel, hat er nicht geweint, weil er einfach geschlafen. Er hat, also man musste ihn nicht wirklich in den Schlaf bringen. Es ist jetzt anders. Also jetzt ist er ein bisschen größer, er nimmt die Welt ein bisschen anders wahr, er hat viele Eindrücke. Also er weint jetzt öfters, halt dann, wenn er irgendwie unruhig wird, wenn er Schlaf benötigt. Aber es ist nicht so, dass er brüllt. Es ist wirklich, man kriegt ihn sehr gut wieder beruhigt und ich bin absolut zufrieden mit diesem kleinen Wurm. Ja. Ich werde jetzt langsam schon heiser, das wird ein langer Bericht, ne? Ich möchte jetzt nochmal kurz eingehen, weil das ist etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Die Sache, wie geht es mir allgemein mit dieser Entscheidung, die mir abgenommen wurde? Ich hatte keine andere Wahl mit diesem Kaiserschnitt. Ich habe anfangs gedacht, dass ich das total gut wegstecke, weil es gibt ja auch keine andere Wahl. Es wäre unverantwortlich gewesen, es anders zu machen. Aber es hat etwas in mir kaputt gemacht tatsächlich. Und ich bin auch schon am Überlegen, mit meiner Hebamme nochmal drüber zu sprechen. Ich muss das Ding mal umnehmen, das nervt mich gerade ein bisschen. mit meiner Hebamme nochmal drüber zu sprechen, weil ich es irgendwie nicht verarbeiten kann. Ich habe das Gefühl, dass mir das Geburtserlebnis geraubt wurde. Ich habe weder spüren können, wie sich die Wehen anfühlen, noch habe ich mein Kind selbstständig auf die Welt bringen können. Das Erste, was mein Kind sah, war ein OP-Licht. Das irgendwie nagt es an mir und das, ich kann das total schwer beschreiben. Es ist wirklich irgendwie so schön, ich sag mal schön und schmerzfrei, weil es war wirklich schmerzfrei. Es war eine super schmerzfreie Geburt. Und so schön und schmerzfrei diese Geburt auch für mich war, mir fehlt einfach was. Und es ist allein schon dieses, er wurde sofort abgenabelt. Er wurde mir nicht direkt auf die Brust gelegt. Also ich hätte gerne so ein Käse-Schmiere-Baby auf meiner Brust gehabt. Nee, er wurde erstmal mitgenommen. Es waren zwar nur 5 Minuten, aber es waren 5 Minuten, die gefehlt haben. Das ist einfach so. Das nagt an mir. Also, ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war. Und ich mache mir auch keine Vorwürfe deswegen oder denke mir so, oh Mann, das hätte auch anders laufen können. Nein, es hätte überhaupt nicht anders laufen können. Es ging nicht anders. Und das ist, glaube ich, so schwer. Eigentlich sollte das nicht schwer zu verarbeiten sein, weil ich ja weiß, dass es gar keinen anderen Weg gegeben hätte. Aber ich muss tatsächlich noch lernen, damit abzuschließen und zu verstehen, dass das, so wie es war, dass es genau richtig war. Aber ich fühle mich beraubt und das ist so das, was es mir ein bisschen schwer macht. Da würde mich natürlich interessieren, wie es den anderen Kaiserschnittmuttis geht, ob ihr auch dieses Gefühl habt. Ich weine auch zwischendurch noch oft deswegen. Fang mich aber auch wieder, weil, wie gesagt, ich weiß es ja. Ich weiß, es war einfach eine medizinische Notwendigkeit. Was hätte ich, es hätte nicht anders laufen können. Ja, dieses Wissen, dass mir da so viel fehlt bezüglich das Kind selbst auf die Welt bringen, Wehen haben, veratmen, schreien. Oh Gott, ich hätte so gern auch geschrien. Zieh dir das mal rein, total bescheuert, ich weiß. Das können wahrscheinlich die Frauen, die eine natürliche Geburt auch schmerzhaft empfunden haben, nicht nachvollziehen. Aber es ist Fakt. Ich hätte es gern gehabt, einfach so auch selbst zu bestimmen, ja, das Kind selbst auf die Welt zu bringen und nicht mich hinlegen, aufschneiden lassen, Kind raus, fertig. Ach, schwierig. Ja, also das würde mich nochmal interessieren, falls da Kaiserschnittmuttis unter euch sind,
Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das im Nachhinein empfunden habt. Ob ihr auch, ich weiß nicht, ob man das Schuldgefühle nennen kann. Eigentlich ist es, ich fühle keine Schuld, weil ich ja weiß, dass ich keine Schuld habe. Oh Gott, meine Stimme langsam werde ich heiser. Das ist kein, oh, ich fange gleich an zu heulen. Ne? Das ist echt, ich bin heiser. So langes Reden am Stück habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Oh Gott, jetzt muss ich langsam echt aufhören. Hilfe. Wobei ich... Also es ist kein... ich fühle mich nicht schuldig, weil ich ja auch weiß, dass mich da keine Schuld trägt. Aber das ist einfach so ein... Es ist eine Traurigkeit. Es ist einfach eine Traurigkeit. Vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so empfindet. Oder ob ihr mir Tipps geben könnt, wie ich das besser verarbeiten kann. Komm, ein ganz ehrliches Video hier. Ich muss was verarbeiten. Ja. So viel jetzt dazu. Das war ein ziemlich ausführlicher Geburtsbericht und ja, wie es meinem Sohn und mir nach der Geburt so ging. Ihr dürft das Video gerne bewerten, indem ihr ihm einen Daumen gebt, nach oben oder nach unten. Und ja, dann freue ich mich, mehr gibt es gar nicht zu sagen, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss.